Borussia Fulda ist zurück in der Erfolgsspur. Am Sonntag gewann der Tabellenführer der Gruppenliga Fulda sein Spiel bei der SG Ehrenberg. Es war die richtige Antwort auf die erste Saisonniederlage am Donnerstag in Großenlüder. Die Kulisse am Sportplatz in Seiferts war beeindruckend. Mehr als 1000 Fans waren bei regnerischem Herbstwetter in die tiefe Rhön gefahren. Die Zuschauer sahen im ersten Durchgang eine feldüberlegene Borussia, doch das Tor wollte zunächst nicht fallen. Es dauerte bis zur 22. Minute. Da brachte Marc Jaksch einen Freistoß in die Gefahrenzone. Robert Schorstein steht allein auf weiter Flur und köpft den Ball zum 1:0 in die Maschen. Als sich dann schon alle auf die Pause eingestellt hatten, fiel noch das 2:0. Marcel Trägler hatte sich den Ball erkämpft und spielte einen feinen Doppelpass mit Daniel Schirmer. Dann unterstrich Trägler einmal mehr seine Torjägerqualitäten und vollstreckte eiskalt zum 2:0. Doch Ehrenberg bekam nach dem Seitenwechsel seine Chance. Nach einer Ecke ertönte plötzlich ein Pfiff und Schiedsrichter Gregor Emge aus Heusenstamm zeigte auf den Punkt. Elfmeter. Igor Jaljew schnappt sich das Leder und scheitert, denn Tobias Wolf im Borussentor pariert sicher. Hätte wenn und aber, wäre der Ball reingegangen, hätte die Partie eine Wende nehmen können. Zwar hatte Ehrenberg noch einige Gelegenheit, Zählbares sprang im zweiten Durchgang aber für kein Team mehr heraus. Und so gewann der Spitzenreiter 2:0. Trainer Oliver Bunzenthal war zufrieden. Ja gut, zum Spiel ist, denke ich, heute so viel zu sagen, dass wir eine ganz, ganz schwierige Ausgangssituation hatten, ja, weil wir am Donnerstag gegen Großenlüder das Spiel verloren haben, auch verdient verloren haben. Und wir wollten natürlich mit einem Sieg hierher fahren, aber das ist uns nicht gelungen. Und Ehrenberg war natürlich hochmotiviert heute gegen uns hier, ja, das Spiel zu gewinnen, beziehungsweise auch ein bisschen näher an uns ranzukommen. Und ich finde aber trotzdem, dass die Mannschaft heute eine super Reaktion gezeigt hat. Gerade die erste Halbzeit haben wir, denke ich, hochverdient auch 2:0 geführt. Ja, wir haben das Spiel im Griff gehabt, haben den Gegner im Griff gehabt. Der Gegner hat sehr ängstlich gespielt gegen uns, kam uns dann gelegen. Auch das zweite Tor kurz vor der Halbzeit war für uns ganz, ganz wichtig, dass wir da nachgelegt haben. Ja gut, in der zweiten Halbzeit muss man aber auch ganz klar sagen, dass Ehrenberg da nochmal alles versucht hat. Das war ein bisschen Glück hatten, ja, bei dem Elfmeter, wobei ich jetzt noch nicht weiß, was da passiert ist. Ich glaube, Ehrenberg weiß auch nicht so ganz, was der Schiedsrichter gepfiffen hat. Und dann waren noch 3, 4, 5 Aktionen, die dann relativ brenzlig sind. Aber dafür haben wir dann auch noch den Tobi Wolf im Tor, ja, der auch seine Klasse dann heute gezeigt hat. Und ich finde, dass wir dann trotzdem, auch wenn es in der zweiten Halbzeit bei uns fußballerisch nicht mehr so gut war, dann aber wirklich als Team heute absolut überzeugt haben. Ja, erstmal Glückwunsch an Borussia Fulda, die für meine Meinung aufgrund der ersten Halbzeit, wo wir nicht ins Spiel gekommen sind, wo der eine oder andere Spieler vielleicht ein bisschen zu viel Respekt oder so vor der Mannschaft Borussia hatte, muss man sagen, haben sie verdient hier gewonnen. Aber wenn ich die zweite Halbzeit sehe, wo wir in der 45. Minute direkt nach der Halbzeit den Elfmeter verschießen, wo wir ab 2 Meter ins leere Tor vorbeiköpfen, wo der Tobias Wolf, der Borussia Fulda dann, muss man sagen, im Spiel hält, dann ist das absolut ärgerlich, lassen wir aufgrund der zweiten Halbzeit hier nichts mitgenommen haben. Aber aufgrund der ersten Halbzeit, muss ich sagen, hat Borussia Fulda das verdient gewonnen, weil wir da, wie gesagt, nicht im Spiel waren oder der eine oder andere nicht so die Leistung gebracht hat, wie das klar war. Aber meine Mannschaft, zweite Halbzeit, Kompliment und verdiente oder Glückwunsch an Borussia Fulda für die 3 Punkte. Borussia Fulda empfängt nächsten Samstag den SV Neuhof. Für Ehrenberg geht es mit einem Heimspiel weiter. Am Sonntag kommt die SG Haunetal.